Der letzte im Bunde, der Herr Charles, der hat sich mit der isochoren Zustandsänderung eines Gases beschäftigt. Also er hat sich die Frage gestellt, was passiert, wenn ich mein Volumen konstant halte und mich dann auf diese zwei überbleibenden Zustandsgrößen, Temperatur und Druck, fokussiere. Also wie verändern die sich oder wie stehen die zueinander in Beziehung, wenn ich mein Volumen konstant halte? Das Ganze läuft wieder ab über die allgemeine Gasbeziehung. Druck mal Volumen durch die Temperatur muss konstant sein, das muss gelten. Naja, ich multipliziere mal mit der Temperatur auf beiden Seiten. Dann habe ich folglich Druck mal Volumen entspricht diesem konstanten Wert mal der Temperatur. Naja, ich teile durch das Volumen und schon bin ich an der Stelle fertig. Der Druck ist nichts anderes als dieser konstante Wert, dividiert durch dieses Volumen mal die Temperatur. Aus dieser Zeile lässt sich ableiten, wie sich mein Druck in Abhängigkeit von der Temperatur verhält, vorausgesetzt mein Volumen wird konstant gehalten, nämlich direkt proportional. Also der Druck verhält sich direkt proportional zur Temperatur. Diese Konstante durch das Volumen kann ich durch eine andere Konstante ersetzen, meinetwegen wieder mal konstante Strich. Im Schaubild verhält sich das fast analog wie zu dem Gesetz des Herrn Lussac. Nämlich ich habe meine Achse, die sich auf den Druck bezieht, meine Achse, die sich auf die Temperatur bezieht. Und jetzt bleibt mir für diese Forderung Druck direkt proportional zur Temperatur nur die eine Möglichkeit, ich muss hier Ursprungsgeraden einzeichnen. Natürlich bezieht sich diese Ursprungsgerade jetzt anders wie bei Herrn Lussac auf ein konstant gehaltenes Volumen. Also V Index 1 meinetwegen. Die Frage ist auch hier, was muss ich hier oder wie muss ich hier einzeichnen, wenn ich ein Volumen 2 betrachte, das auf jeden Fall kleiner sein muss als das Volumen 1. Naja, da brauche ich wieder die Kenntnis des Herrn Mariotte, der ja praktisch untersucht hat, wie sich ein Gas verhält, wenn ich Temperatur konstant halte und dann komprimiere. Das Volumen verhält sich umgekehrt proportional zum Druck. Das muss ich natürlich auch hier berücksichtigen. Zum kleineren Volumen gehört der größere Druck. Folglich muss ich mein V2 oberhalb von dem Volumen V1 einzeichnen. Übertragen auf unseren Kolben würde das der Situation entsprechen. Ich habe hier meinen Kolben, den ich in die Gasmenge hineinschiebe. Dadurch erhöhe ich natürlich den Druck und reduziere mein Volumen. Das würde genau dieser Situation V2 kleiner als V1 entsprechen. Gut, damit beende ich an der Stelle dieses Video.